Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play 5 Minuten Schach. Wir spielen gegen Nilas. Er hat 2-1-70 und wir kriegen eine. Ja, das nennt man eigentlich moderne Verteidigung. Wenn ich jetzt nicht falsch liege. Und ja, Springer C3 ist okay. Er wird wahrscheinlich C5 spielen. Oh, er spielt sogar C6. Okay, das ist das komische Kaokan. Wie ging das denn nochmal? Ja. Wenn ich jetzt nochmal wüsste, wie es ging. Tja. Ich spiele das auf jeden Fall. Nach D5 kommt, soweit ich weiß, H3. Und warum überlegt er denn jetzt hier? D6? Was? Okay, das ist auf jeden Fall nicht mehr das Karo-Kann-Spiel. Na gut. Wenn er kein D5 spielt, dann sollten wir es, denke ich, mal ausnutzen und Läufer C4 ziehen. Okay, er möchte Springer schlicht E4 spielen wahrscheinlich. Vielleicht sollte ich das einfach verhindern mit Dame E2. Ja, komm, spielen wir Dame E2. Warum nicht? Verhindern wir den ganzen Scheiß. Okay, er spielt Rochade, ich spiele Rochade. Vielleicht spielt er ja direkt D5. Im Moment kann er es machen, ja. Im Moment kann er es. Ich würde sagen, wir ziehen den Läufer mal zurück. Ich weiß dann, weil Läufer C4 nicht so berechtigt. Aber wir haben immer noch Vorteil, weil wir halt D4 haben. Also wir haben einen Bauern mehr im Zentrum. Und gleich kommt C4. Also wir haben auf jeden Fall mehr Platz. Vielleicht spiele ich auch mit C3. Weil dann ist ein Läufer auf G7 nicht mehr so stark. Ich denke mal, C3 sollte es eigentlich richten. Ich hätte es überlegt, mehr Dame zu nehmen, aber F5 oder Läufer F5. Ja, sieht jetzt nicht so prickelnd aus. Aber man muss ja immer erst seine Züge in Erwägung ziehen, bevor man überhaupt irgendwas macht. Also ich denke mal, C3 sollte hier angebracht sein, obwohl dann hat er E5. Was auch nicht so gut aussieht. E5 würde ich verhindern mit Turm D1, weil auf E5 habe ich dann einfach rausnehmen. Ich spiele mal Turm D1. Mal sehen, was er jetzt macht. Oh, er spielt E6, okay. Na gut, dann gib uns ein Läuferpaar. Okay, Springer D7. Jetzt kann er natürlich sowas wie E5 und C5 wieder spielen, obwohl er dann natürlich in der Fessel reingeht. Wir entwickeln erstmal unseren Läufer. Ja, jetzt wird C5 natürlich stark sein, aber B7 hängt noch. Er geht selber in der Fessel rein. Jetzt Läufer G5. Dann spielt er wahrscheinlich direkt dann damit C7. Das heißt, die Fessel bringt nichts. Erobern wir mehr Platz. C3 ist ja wie gesagt nicht mehr erforderlich. Habe ich das gesagt? Ich glaube nicht. C3 ist nicht mehr erforderlich, weil weil ich jetzt halt mehr Platz brauche und C3 wird jetzt eigentlich nur noch zu passiv sein. Im Vormittelspiel ist das eigentlich sehr sinnvoll, aber hier eigentlich nicht mehr. Okay, was tut der so? Der greift nichts an. Also er greift schon was an, aber ist alles gedeckt. Ich kann sowas wie Läufer D6, Läufer A3 spielen und das bringt nichts, den Läufer umzugruppieren. Vielleicht sollte ich für B4 spielen. Oder? Ach komm. Machen wir mal die ganze Sache dicht hier. Wenn der Springer zieht, ziehe ich meinen Turm weg und dann alles ist gut. Beziehungsweise erstmal Läufer E5. Außer er spielt Springer D7. Dann muss ich Läufer E3 spielen, aber ist ja auch kein Problem. Okay, er spielt Turm D8. Er schießt mir sofort Läufer C7 in den Kopf, aber kann ich im Moment noch nicht spielen. Wir sollten erstmal D4 decken. Das Gute ist, ich habe H3 schon gespielt. Dann kann er meinen Läufer nicht mit Springer G4 oder sowas angreifen. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ich denke mal, dass er jetzt Dame C7 spielen wird. Worauf, wenn ich Läufer G5 spiele. Einfach nur um den Springer zu fesseln. Und eventuell Dame E5 zu drohen.
Okay, spielt Turm D7. War ein wenig zu erwarten. Das war sogar sehr zu erwarten. Oh Mann, das war kein guter Zug. Dame E3 möchte ich einfach nur nochmal D4 decken. Vorsichtshalber. Er geht wieder in die Fessel rein. Jetzt habe ich doch Dame E5. Okay. Wenn er unbedingt will. Okay. Hatte man Läufer übersehen oder so? Weil jetzt habe ich ja doch Läuferpaar gegen alles. Na gut, mal sehen, was er sieht. Okay, wir haben Läuferpaar gegen alles. Müssen wir nur gucken, wie wir uns aufstellen. Am besten erstmal König nach E4 und dann Läufer H4, F2 zurück. Er hat einen schwarzen Läufer, das heißt, ich müsste meine Bauern eigentlich auf Weiß stellen. Okay, er spielt auf jeden Fall keine Bauernzüge mehr. Das ist okay, aber ich denke mal, er sollte irgendwie mit H6, G5 eben oder mit F6 direkt meine Bauern hebeln. Damit hatte ich eigentlich gerechnet. Aber macht er nicht. Gut für uns. Ich verstehe H5 nicht. Er will unter allen Umständen nicht unsere Bauern hebeln. Okay, ich werde auf jeden Fall G4 spielen im nächsten. G4 oder B4? Na, spielen wir erstmal B4. Ah, okay, ich spiele C5. Na gut. Ein paar Tricks hat man immer. Der Springer hat keine guten Felder mehr. Wenn er nach B8 geht, ist der Springer weg. Also er ist quasi nicht mehr im Spiel. Wie gesagt, er ist quasi nicht mehr im Spiel. Läufer G1, was? Warum spielt er den Zug denn? Ich verstehe ihn nicht. Jetzt kriege ich doch seinen Springer. Mit Läufer C7. Einzige, was man machen kann, ist irgendwie B5 und dann CB, Springer C6 oder sowas. Okay, ich verstehe ihn nicht. Ach so, er will mit Läufer A7 decken, ne? Ja gut, das bringt ihm aber gar nichts. Außerdem hat er eh keine Zeit mehr. Yep. Er hat keine Zeit mehr. War eigentlich eine sehr interessante Partie, muss ich sagen. Ja. Was kann er hier noch machen? Also was kann ich eher gesagt hier noch machen? Bin schon die ganze Zeit eigentlich am Überlegen.
Eigentlich kann er nichts mehr machen. Das ist ja die Sache. Pass auf, ich zeige das jetzt. Okay, erstmal gehen wir die Partie durch. Normalerweise. Also er hat hier erstmal die moderne Verteidigung. Jetzt geht er in diese Kaokan-Kacke zurück. Also ich mag Kaokan nicht. In dieses Kaokan-Kram zurück. Vor allem das hier finde ich nicht so gut. Mit D5, H3. Rausnehmen tut man normalerweise nicht. Ich weiß gar nicht mehr genau, was man spielt hier. Ich kann es nur aus weißer Sicht. Man spielt E5. Boah, ich weiß echt nicht mehr. Also, man muss schwarz die Züge machen. Ich weiß echt nicht mehr, was schwarz spielt hier. Bin ich überfragt gerade. Wenn schwarz das spielt, dann weiß ich, was jetzt weiß er spielen muss. Aber so weiß ich jetzt gerade nicht. Okay, Läufer C4 war vielleicht nicht so gut. Ich hätte vielleicht direkt Läufer D3 spielen sollen. Kann man sich streiten. Aber Läufer D3 hätte dann Läufer G4 gehabt, was auch unangenehm ist. Ich weiß, ich gehe das ist nicht ganz aus dem Weg. Aber Läufer F7 macht hier dann schon ein bisschen mehr Sinn als in den anderen Varianten, wenn die Dame auf E2. Wenn die Dame auf E2 steht, sieht das irgendwie besser aus. Ja. Ich kann natürlich auch Dame E4 spielen, D5 und rausnehmen. Achso, okay, ich muss mir der Dame nehmen. Okay, das ist interessant. Ja gut, hier hat man auch nicht viel. Das hätte auf jeden Fall machen sollen. Dame E2 ist jetzt nicht wirklich verhindert. Ich dachte, er verhindert das, aber anscheinend doch nicht. Okay, Turm D1. Wenn ich direkt C3 spiele, ist halt das Problem E5. Deshalb habe ich dann halt direkt erst Turm D1 gespielt, damit ich halt auf E5 halt rausnehmen habe. Der Computer sagt sogar D5, habe ich gerade gesehen. Okay, ist gleich gut. Ja, ich hatte eigentlich mehr also Angst vor E5, deswegen habe ich Turm D1 gespielt. Okay, Läufer F4 jetzt gleich. H3 ist logisch. Einfach nur ums Läuferpaar zu kriegen. Läufer F4 ist ganz normaler Entwicklungszug. Okay. C4 statt C3 sollte eigentlich auch klar sein, weil C3 bringt mir nicht mehr so viel ein wie eben. Ich kann das mal vergleichen. Warte mal, C4. C4, C3. Genau, hier ist halt noch so der Weg, wo er auch noch wirklich gut E5 spielen kann und wo ich mein Zentrum noch erstmal stärken möchte und meinen Läufer rausbringen will. Ja, schwer zu beschreiben. Auch ein großer Unterschied zwischen C3 und C4 ist das Läuferpaar. Hier hat er das Läuferpaar noch. Und in der anderen Stellung hier sieht man ja, er hat E6 gespielt. Mit C4 kriege ich D5. Ich habe das Läuferpaar. Läuferpaar heißt Zentrum, Felder, Platz. Ne, deswegen macht C4 irgendwie viel mehr Sinn auch. Schwer zu erklären, aber die Intuition, die hilft meistens bei sowas. Ja, Läufer E3 muss D4 decken. Läufer G5, Turm D7. Ja, Läufer G5 war eigentlich die Zeitverschwendung. Aber mit Turm D8 spielt er mir natürlich in die Karten. Muss ich schon sagen. Ich kann natürlich hier auch mit dem Läufer wieder nehmen. Warum habe ich die mit dem Läufer wieder genommen? Hallo? Ich habe mich nicht total bescheuert. Naja, egal. Das Endspiel war auf jeden Fall sehr interessant. Ich war jetzt nur noch, ich habe mich so auf das Endspiel gefreut. Ja, ich habe hier die ganze Zeit irgendwie so auch H6. H6, G5, irgendwie sowas gedacht. Einfach nur, um die ganzen Bauern aufzuhebeln. Aber er hat irgendwie gar nichts davon gespielt, auch F6 nicht. Das war irgendwie total verwirrend. Ich glaube, damit... Oh, ich glaube, damit wäre er richtig gut ins Spiel gekommen. Okay, Läufer F8. Jetzt kann das immer noch F spielen. Aber jetzt wird es so langsam kritisch. Vor allem jetzt der Läufer A4 kann das nicht mehr gut spielen. Okay, Hafenwert ist total vorbei. Okay, Läufer E1. B4 und Platz... C5 ist logisch. Er möchte meine Bauern, die zusammen sind am Damenflügel, auflösen. Okay. Ja, jetzt mit... Er muss natürlich König E8 spielen. Das andere hat er nicht. Auch wenn es eklig aussieht, aber ist der einzige Zug. Auf König E7 habe ich halt Läufer H4. Dann habe ich einen Zug mehr wie in der Partie. Und kann direkt hier reinkommen. Ja, jetzt ist es natürlich total vorbei hier. Erstmal verstärken, König 7. Ja. Ist auch nur Zeitverlust.
rausnehmen. Er hätte vielleicht hier noch was wie Springer D7 versuchen können, aber ja. Ich glaube, ich habe mir in der Partie versprochen mit Springer C6 oder so. Ich meine natürlich Springer D7. Okay, und hier, das ist interessant. Ich mache mal die Engine aus. Das ist total verloren jetzt. Weil er hatte eigentlich keinen gescheiten Zug. Er kann. Wir können ja erstmal anfangen mit dem Läuferzug. Okay, ich bin erstmal dran. Ich mache einen Wartezug. Ich habe G4 gespielt. HG, HG. So, jetzt ist er dran. Er hat eigentlich nur zwei Optionen: Königzug und Läuferzug. G5 oder so macht gar keinen Sinn. Dann ist er wieder am Zug und bringt ihm überhaupt nichts. Okay, sagen wir mal einen Läuferzug. Läufer G1 zum Beispiel. Läufer C7. Läufer A7. Schach. C5. Vorbei. Weil der Springer kommt da nicht raus. Und mein Bauer, der läuft einfach durch. Sollte, denke ich, mal klar sein. Bam. Okay. Nächste. Jetzt hat er noch die Möglichkeit, den König zu ziehen. Sagen wir mal, König G7 oder G8, ist egal. So, jetzt hat er wieder Zugzwang. Und im nächsten Zug kommt Läufer C5. Jetzt steht er wieder da. Und jetzt ist der König sogar noch eins weiter entfernt. Das ist sogar noch eine schlechtere Variante. Noch eine schlechtere Version. Aber das ist halt nur, um euch das zu zeigen, was man da für eine Idee hat. Alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.